dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Herzlich willkommen, liebe Gemeinde, zum Gottesdienst, zum Weihnachtsausklang, hier in unserer schönen Niederasphaltkirche. Noch einmal genießen wir den Blick auf die weihnachtlich geschmückte Kirche, auf den Adventskranz und auf den Weihnachtsbaum. Und wir wollen uns heute erinnern. Mit Maria begann auf Erden die menschliche Gestalt Gottes, das Leben von Jesus hier unter uns Menschen. Den Lobgesang der Maria, wie er steht bei Lukas im ersten Kapitel. Und Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder, denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut, die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten. Unser Gott, wir danken dir für deine Gegenwart unter uns. In Jesus bist du uns nahe gekommen. Bist Mensch geworden, wie wir mit Leib und Seele, mit allem, was dazugehört. So wie du bei Maria warst und ihr beigestanden bist, so bist du auch uns nahe. So bitten wir dich, sei mitten unter uns, gib uns Vertrauen, segne unser Sein, unser Hören und Reden. Amen. Tonight, heaven's angels.
Wir hören eine Geschichte von Tina Wenz. Sie heißt Maria besucht Elisabeth. Zügig setzt Maria einen Schritt vor den anderen. Die Übelkeit vom Morgen ist verflogen. Sie kann es immer noch nicht glauben. Doch, tatsächlich, sie ist schwanger. Auch wenn man es noch nicht sehen kann. Wie hat sie sich erschreckt, als plötzlich der Engel vor ihr stand und von dem Kind sprach, das sie bekommen soll. Ein Baby, dabei ist sie selbst noch so jung. Und verheiratet ist sie auch nicht. Maria bleibt stehen und atmet ein paar Mal tief ein und aus. Elisabeth sei auch schwanger, hat der Engel gesagt. Und plötzlich, heute Morgen, war ihr klar, sie muss zu ihrer Verwandten, Elisabeth. Schon manches Mal ist sie wie eine Zuflucht für Maria gewesen. Es wird gut tun, mit ihr zu reden. Schnell hat Maria ein paar Sachen zusammengepackt für den Weg. Nun geht es bergauf, über das Gebirge, das zwischen ihnen liegt. Maria denkt an das Kind, das sie bekommen wird. Wie wird es sein, Mutter zu werden? Tag und Nacht wird sie sich kümmern müssen. Ob sie alles richtig machen wird? Sie traut es sich selbst kaum zu. Sie bleibt einen Moment stehen, um durchzuatmen. Ein paar Schritte noch, dann hat sie den Anstieg geschafft. Herrlich, dieser Blick von hier oben ins Tal. Alles wird kleiner. Die Häuser, die Menschen, die Tiere und die Sorgen auch, so scheint ihr. Sie denkt an Elisabeth. Die hat sich so sehnlich ein Kind gewünscht, seit all den Jahren. Aber es kam keins. Nun, als sie schon lange nicht mehr damit gerechnet hatte, ja, als es eigentlich unmöglich schien, ist sie schwanger geworden. Bald wird Maria bei ihr sein. Sie kann in der Ferne das Haus schon erkennen. Und da ist auch Elisabeth. Maria hebt ihre Hände und winkt ihr zu. Elisabeth läuft ihr entgegen und schließt sie in ihre Arme. Maria, du! Wie schön, dich zu sehen! Sie strahlt. Komm doch rein, sagt sie dann. Ich habe gerade ein Brot gebacken. Im Handumdrehen stehen Brot und Wasser auf dem Tisch und Maria und Elisabeth sitzen sich gegenüber. So selten ist es und es tut so gut, wenn eine genau die richtigen Worte trifft, als kämen sie gar nicht aus ihr, sondern von irgendwoher angeweht. Dann ist es, als zöge einer den Schleier weg, der über den Dingen liegt. Und die Wahrheit tritt offen zutage. Und die Angst zieht ab wie ein Rauch. Es ist, als verstehe Maria erst jetzt, was der Engel ihr in der Nacht gesagt hat. Elisabeths Worte bringen Licht ins Dunkel. Sie legen ihr aus, was geschehen ist, was geschehen wird. Ungläubig schaut Maria sie an. Dann lösen sich die Fragen und Sorgen auf in ein Lachen. Und als ihr ein Lied zufliegt, beginnt sie zu singen. Von einem Gott, der groß ist und doch die Geringsten sieht und würdigt. Von ihm, der barmherzig ist und den Armen zu ihrem Recht verhilft. Meine Seele erhebt den Herrn, singt Maria. Und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Soweit die Geschichte von Tina Wenz. Ach Maria, wie hast du dich gefreut auf Elisabeth, die ältere, verwandte Freundin. Ich kann es mir richtig vorstellen. Du bist zu ihr gelaufen und ihr habt euch zusammen gefreut über eure gleichzeitige Schwangerschaft. Eine große Zuneigung und Vertrauen hat euch verbunden. Ein Moment, eine Begegnung an diesem Tag, voller gemeinsamem Glück und geteilter Freude. Ja, aufgeregte Erwartung, voller Vorfreude.
Welch eine Überraschung auch für Elisabeth, die nicht mehr damit rechnete, schwanger zu werden. Was wird Elisabeth dir erzählt haben? Vielleicht habt ihr beide über die Ankündigung des Engels Gabriel gesprochen, denn er ist Elisabeths Mann Zacharias und dir erschienen, um euch die Geburt eurer Söhne Johannes und Jesus anzukündigen. Zwei Kinder, die später als Erwachsene eine große Bedeutung für ihr Volk und für die ganze Welt bekommen werden. Elisabeth, die schon damals als alte Frau galt, und du warst fast noch ein Kind. Wie Elisabeth, so wirst auch du, Maria, den Weg deines Sohnes, soweit es dir möglich war, mitgegangen sein. Du hast viel Glück erlebt, aber auch viel Trauer, Schmerz. Denn was gibt es Schlimmeres, als sein Kind in den Tod zu begleiten? Der natürliche Weg ist andersherum, dass Kinder am Grab ihrer Eltern stehen. Jesus hat dir recht früh gezeigt, dass er selbstständig ist und seinen eigenen Weg gehen wird im Leben. Denk nur, wie ihr ihn verloren habt damals, als ihr auf dem Rückweg von Jerusalem nach Nazareth wart. Ihr hattet zusammen Pessach gefeiert in Jerusalem. Jesus war im Tempel geblieben und ihr habt ihn erst nach 3 Tagen bei den Rabbis im Tempel gefunden. Auch heute würden wir einen 12-Jährigen wohl kaum in der Kirche suchen. Was hast du geahnt, Maria? Was hast du vorausgesehen? Es war ja für dich nicht immer einfach mit diesem Sohn. Du hast viel gelitten. Bestimmt auch manches Mal dich geärgert über ihn. Von fern manchmal nur seinen Weg beobachtet und warst auch wiederum ganz nah an ihm dran. Wie nah es manchmal beieinander liegt, das Glück und das Leid. Ich kann mich gut daran erinnern, an das Glück der Schwangerschaft. Und ich denke an unterschiedliche Mütter und Väter. Ich denke an die Eltern, die sich so sehnlichst ein Kind wünschen und alles dafür tun, um schwanger zu werden. Und ich denke an die Eltern, die ihr Kind verloren haben, die es vor der Zeit beerdigt haben. Ich denke an die Frauen, die sich nicht darüber freuen, ein Kind zu erwarten, weil es ihre Lebensumstände nicht erlauben, weil Hilfe und Unterstützung fehlen. Und ich denke an die Mütter auf der Flucht, deren Kinder im Meer ertrinken, und an Mütter in den Flüchtlingscamps, in Kara Tepe, die ihre Kinder in Tüchern an die Decke binden müssen, damit sie nicht vom Ungeziefer angenagt werden. Ich denke auch an die Kinder, die am Hunger auf der Flucht sterben. So unterschiedlich kann es zugehen. Wie kann man das aushalten? Und wie können wir da hinschauen, ohne zu helfen? Du konntest deinem Sohn nicht helfen, aber du bist ihm beigestanden bis zum Schluss unterm Kreuz. Du hast an seinem Grab gestanden und hast erlebt, dass er nicht mehr zu finden war in dem Felsengrab. Er ist auferstanden. Ja, das ist unsere Hoffnung, auch wenn es schwer ist, daran zu glauben, Maria, die uns aber bis heute mit dir verbindet. Gott hat angesehen die Niedrigkeit seiner Magd. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Diese Sehnsucht, diese Vision verbindet uns bis heute miteinander. Gott wird es gut machen mit uns und unseren Kindern, den Geborenen und den Ungeborenen, den Gestorbenen. Wir erwarten Auferstehung, heute schon, Änderung der Verhältnisse und ein Lied auf den Lippen, wie du es singen konntest, Maria. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist erfreut sich Gottes, meines Heilandes. Amen. Thank you.
du treuer, barmherziger Gott. So wie du in Maria gezeigt hast und bei ihr warst, so bleibe auch bei uns. Zeige der Welt deinen Willen, damit das Gute wächst, damit die Freude lebendig wird, damit wir für die Menschen zum Segen werden. Wir bitten dich, erhöre uns. Zeige deine Hilfe allen, die das Gute suchen, allen, die sich einsetzen für Menschen mit Flüchtlingsgeld, für Kinder und Eltern, die nicht weiter wissen, die sich bedrängt und überfordert fühlen, denen es am notwendigsten zum Leben fehlt, die keinen Ausweg aus ihrer Notlage sehen. Wir bitten euch, höre uns. Zeige deinen Willen allen, die nach dir fragen. Sprich zu denen, die in diesen Tagen voller Zweifel und Verzweiflung sind, auch zu denen, die an dir festhalten. Deine Liebe verbinde uns, damit wir sie weitergeben. Sprich zu uns in den Alltag hinein. Bleibe bei uns, wie du bei Maria geblieben bist, denn wir gehören zu dir. Wir bitten dich, erhöre uns. Deine Kinder sind wir, und so beten wir zu dir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Wochenspruch steht bei Johannes 1, Vers 16. Von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade. Bevor wir uns alle noch einmal